Seht ihr, Samstag, 9 Uhr, ich mache eine 5-Tages-Challenge und ich mach's. Ich mache es. Ich nehme mir etwas vor, ich bin von etwas überzeugt, ich bin begeistert und dann geht's los. Dann mache ich das. Dann mache ich das einfach. Nichts kann mich davon abhalten. Dann gibt es keine Ausreden mehr, dann gibt es nichts, oh, ja, heute ist Samstag und oh nee, will dir ausschlafen oder länger schlafen oder ja, vielleicht ist keiner wach oder vielleicht hört mir auch keiner zu. Vielleicht interessiert es auch keinen, vielleicht bla bla bla. All diese wahnsinnig tollen Ausreden, die wir immer finden, um Dinge nicht zu tun, um Dinge nicht umzusetzen, die wir eigentlich möchten, die wir uns vornehmen. Da sind wir Meister drin. Wir sind alle Meister darin, Gründe, Ausreden zu finden, uns selber zu erzählen, warum es nicht gehen kann. Und dann sind wir auch noch Meister drin, uns den Kopf darüber zu zerbrechen, wie es denn gehen soll. Wenn es denn tatsächlich gehen würde, sollen, hätte, können, würde, wie denn überhaupt? Und dann versuchen wir 100.000 Wege zu evaluieren, die wir nur evaluieren können in unserem kleinen Köpfchen, um dann zu sagen, ja, so könnte es gehen. Also ja, das ist ein Weg, den wir gehen können. Aber wenn es unendlich viele Wege gibt, was wäre, wenn du gar nicht wissen musst, wie es gehen soll? Du musst es nicht wissen. Du musst nur, es ist so einfach, du musst nicht wissen, wie es gehen muss. Du kannst es ja auch nicht mal wissen. Wenn es in einem unendlichen Universum unendlich viele Möglichkeiten gibt, dass du und dein Wunsch euch treffen könnt, ja, wie so zwei Teilchen, du und dein Wunsch, ihr trefft euch auf unendlich verschiedene Möglichkeiten. Es ist wurscht, wie ihr euch trefft. Magnet fragt auch nicht, wie treffe ich auf das Metall. Der Magnet weiß einfach, ich treffe aufs Metall, boom. Aber wie ich auf das Metall treffe, das ist dem Magnet völlig wurscht. Der Magnet weiß nur, wenn Metall in meiner Nähe ist, wenn ich genügend Anziehungskraft habe als Magnet und ich in die Nähe des Metalles komme, dann macht's bam, dann ist es da. Der weiß einfach, dass es so ist. Der Magnet, der fragt sich nicht. Der weiß, ich bin ein verdammter Magnet und Metall wird von mir angezogen. Mehr muss dieser Magnet nicht wissen. Und so ist es, wir sind Energie, es geht um Energie, es geht um Teilchen, es geht um Anziehungskraft. Und wenn ich ein Magnet bin und ich weiß, ich ziehe Metall an, dann bin ich ein Magnet und ich ziehe Metall an. Ende Gelände. Und wenn ich weiß, ich bin ein Magnet und ich ziehe meinen Wunsch an, weil ich ein Magnet für meinen Wunsch bin, weil ich die Energie meines Wunsches in mir trage und nichts auf dieser Welt mich von dieser Energie trennen kann, dann ziehe ich meinen Wunsch an. Pam! So einfach wäre es eigentlich, ja? Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen, weil wir sind ja anders programmiert. Wir alle tragen ja schon Codes und Chips in uns, ob uns das gefällt oder nicht. So, Katrin, guten Morgen, Maria, jetzt sehe ich euch. Genau, schön, dass ihr da seid. Und das ist das Wichtige, dass wir das verstehen müssen. Es ist so wichtig, dass wir die richtigen Gedanken, Vorstellungen und Überzeugungen in uns tragen. Und die haben wir nicht automatisch. Das, was wir automatisch haben, ist eine Vorstellung, eine Überzeugung, die uns automatisch von dem Trend, was wir gerne haben möchten. So sind wir nun mal programmiert. Das ist wie ein falsch gepolter Magnet.
Ja, wir sind hier alle konditioniert als falsch gepolte Magneten, mit falschen Vorstellungen, mit falschen Überzeugungen, aus denen nachher nur falsche Gedanken und Gedanken kreisen dann immer wieder um diese falschen Überzeugungen, wie die Fliegen um den Misthaufen. Aber wenn du nicht mehr willst, dass deine Gedanken wie Fliegen um einen Misthaufen kreisen, dann musst du deinen Gedanken klar machen, dass sie keine Fliegen mehr sind, die an Misthaufen hinfliegen. Ja? Das ist der Job, das ist die Arbeit, das ist so, so wichtig. Und wir kriegen das nicht anders hin, wenn wir nicht permanent aufmerksam sind und sehen, was in uns abgeht und was wir denn wirklich glauben. Ich habe mir heute Morgen die Mühe gemacht, eine Liste aufzuschreiben. Und ich sage sie euch jetzt mal runter. Warum hast du bis jetzt nicht das in dein Leben kreiert oder manifestiert, was du dir wirklich wünschst? Warum? Jetzt habe ich hier eine Liste von Antworten. Und zwar, du vertraust nicht auf die Gesetze, die ich jetzt gerade gesagt habe, auf die Gesetze des Universums, auf die Gesetze die göttlichen Gesetze, auf die Gesetze der Schöpfung. Du weißt nicht, wer du wirklich bist. Du weißt nicht, wie du wirklich wirkst hier. Du weißt nicht um deine Power. Du weißt nicht um deinen Magnetismus. Du weißt es einfach nicht. Und du kennst es nicht. Und du lebst, selbst wenn du es kennst, lebst du nicht kompromisslos nach diesen Gesetzen. Du bist immer noch manipuliert durch die Überzeugungen, die dir eingepflanzt worden sind, implementiert worden, wo den meisten Menschen implementiert worden, weil du irgendwo noch hier eine Resonanz hast in deinem Körper, weil du Angst kriegst und dann plötzlich in deine alten Muster rein hüpfst und dich dann nicht mehr rausholst. Ja, du kriegst Angst und dann macht's Switch und dann gehen die alten Programme los und dann galoppierst du los. Aber das musst du nicht, weil du kannst dir aufschreiben, eine Liste, wenn ich Angst kriege, dann bin ich einer Lüge aufgesessen. Ich muss diese Angst nicht weiter ausleben. Ich kann innehalten. Ich kann in ein neues Programm, in eine neue Überzeugung eintreten, jederzeit. Ich bin ein souveränes, selbstbestimmtes Wesen. Das kannst du machen. Aber du musst bewusst sein, du musst einfach wissen, wie es läuft. Du brauchst einfach mal einen Satz Werkzeuge und du musst wissen, mit welchem Schraubenzieher du welche Schraube öffnest. Und dann musst du noch die Schraube öffnen. Und dann musst du nicht denken, ah, vielleicht passt dir nicht der Schraubenzieher, vielleicht ist es ja falsch. Du musst es wenigstens versuchen. Das ist ja das Ding, was uns immer wieder zurückhält. Dann weiter. Hier, eben, du lässt dich abbringen. Du nutzt deine Power und deine Autorität nicht, weil du dir nicht bewusst bist, was du für eine Power hast, weil du das nicht weißt. Und das ist etwas, was wir eben in unseren Divine Healing Ausbildungen lernen, weil das müssen wir lernen. Wenn ich sage, dass Armut jetzt gehen muss, dann geht Armut jetzt. Wenn ich das sage, dann ist es so. Ich, ja, sich das zu trauen, das lernst du. Wenn ich Gesundheit spreche, muss Krankheit gehen. Ja, ich darf das. Und mit ich meine ich dich. Wir sind alle ich. Ja, aber dahin zu stehen und es zu wissen, dazu musst du wissen, mit welcher göttlichen Autorität hier du auf die Welt gekommen bist, mit welcher Herzensliebespower du auf die Welt gekommen bist, um zu transformieren, um Transformation zu sprechen. Dein Wort ist deine Kraft und deine Power. Und wenn du das nicht weißt und immer noch glaubst, irgendetwas im Außen hat einen Einfluss, hat einen eigenen Kopf auf dich
und kann bewirken, dass du etwas tust, was du nicht möchtest, dass du etwas glaubst, was du nicht möchtest, dass du von etwas überzeugt bist, was du nicht möchtest. Das ist nicht so. Das war noch nie so und es wird auch noch nie so sein, wird auch nie so sein. Nur solange du es glaubst, wirst du nach dieser Regel leben. Und das ist ein weiterer Grund. Du denkst in alten Paradigmen. Du hast entgegengesetzte Überzeugungen, dass du eben nicht glaubst, dass es nicht geht. Dass du aus 100.000 Gründen nicht an die Gesetze, die göttlichen Gesetze, die universellen Gesetze glaubst. Kannst du lang dran glauben, ändert aber nichts dran, dass es so ist. Dann, du hast Angst, ja, weil du deine Power nicht kennst, weil du nicht vertraut bist mit dieser Power, die in dir ist. Und daher kommen auch ganz viele Selbstwertgefühle, Selbstwertproblemgefühle, zu wenig Selbstliebe, weil du Power nicht liebst, ja, weil du vielleicht Angst hast vor Power, weil Power dir schon mal wehgetan hat, weil Power dich schon mal verletzt hat. Das sind alte Programmierungen, das ist klar, das ist da. Aber das kann man fixen, das kann man lösen, das kann man in die Wahrheit bringen. Deswegen spreche ich so von aus dem Schatten der Lüge in die göttliche Wahrheit, weil das halt alles nicht stimmt, weil uns das beigebracht worden ist und weil wir es im Außen wieder immer wieder sehen, dass es ja doch stimmt, dass wir eingeschränkt sind und dass andere ja so viel Macht haben und da stehen Politiker wieder draußen und labern und dünn sind und du glaubst immer noch, dass es dich betrifft. Nein, du hast die eigene Power, dein eigenes Leben zu schöpfen. Keiner kann das ändern. So, und dann hier, du bist noch nicht mit deiner wahren Identität verschlossen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Und ich habe diesen göttlichen Code geknackt. Und diese Divine Healing Sessions, wenn du die nimmst, wenn du die konsumierst, die bringen dich in die richtige Richtung. Die tun dich dekodieren, umkodieren, langsam. Je mehr du es zulässt, desto mehr arbeitet es an dir. Aber nochmal, gleichzeitig musst du an deinen Überzeugungen arbeiten, musst du daran arbeiten, was du für Vorstellungen hast vom Leben, von dir, wie das Leben funktioniert. Und dann gucken, dass diese kleinen Gedanken, die sind die kleinen Kinder aus deinen Überzeugungen, dass die Neues lernen, dass die wissen, wie sie denken müssen, dass sie wissen, wenn sie sich ängstlich fühlen, wenn sie das Gefühl der Ängstlichkeit wahrnehmen im Körper, wenn du das wahrnimmst, dann musst du wissen, was für ein Satz an Gedanken da dran zu hängen ist an dieses Gefühl. Da musst du dich vorbereiten, da musst du dran arbeiten, dass es anders ist wie sonst war. Sonst machst du es wieder wie sonst war. Oh, ich habe Angst, es geht nicht, ich darf nicht, ich soll zurückkrebsen. Es war too much. Falsch. Ich habe Angst. Okay, interessant. Altes Muster läuft. Wie will ich es denn stattdessen haben? Ich muss vorwärts laufen. Ich muss mehr in die Richtung gehen, in die ich gehen will. Wenn ich Angst habe, muss ich gerade noch mehr weiter vorwärts gehen, dorthin, wo ich hin will. Aber das musst du lernen, das musst du einprogrammieren. Dazu brauchst du Papier, da brauchst du ein Buch, da musst du schreiben, morgens und abends. Da brauchst du eine Praxis, du darfst dich davon nicht abbringen lassen. Du brauchst ein Ziel, du brauchst eine Vision, die dich anzieht. Und da musst du sagen, ich will nichts anderes als die in dieser Vision leben. Ich möchte in einem Leben leben, das so ist wie in meiner Vision. Ich will das und ich kann das und ich darf das und ich gehe. Ich mache mich magnetisch und dann macht's Pam, dann kommt's zu mir. Aber ich muss mich magnetisch machen zu dem, was ich haben will, weil ich bin ja jetzt gerade noch magnetisch zu dem, was ich nicht haben will. Und es ist so, so wichtig. Und wir sind als göttliches Wesen, wir sind so gemacht. Wir sind nicht diese menschliche Gestalt.
die wir immer dachten, dass wir sie sind. Wie sind die nicht? Wir haben es im Griff. Wir können das alles beeinflussen. Aber wir müssen es machen. Es ist irgendwie eins der schwierigsten Sachen, die Dinge anders zu machen, als wir sie bis anhin gemacht haben, als wir sie bis anhin gelernt haben, als wie sie die meisten gelernt haben, als wie sie die meisten machen, weil wir festgehalten werden durch Angst. Ja, Angst, Angst, Angst. Und durch Angst werden wir manipuliert. Und die Energie der Angst, die steckt in jeder einzelnen Zelle. Und diese Energie der Angst hält uns zurück. Sie hält uns sogar zurück zu träumen. Sie hält uns sogar davor zurück, große Visionen zu haben für unser Leben, grandioses, übergrandioses Leben zu führen. Und das muss nicht sein. Ich habe den Code geknackt. Und es geht. Aber es ist nicht von Zauberhand, weil dein Hirn muss mitkommen. Und das braucht seine Zeit und es braucht seine Sturheit und es braucht seines Dranbleiben. Und es ist nun mal so, dass wenn du das Umfeld dir selber nicht kreierst, indem die Leute das auch glauben, was du glaubst. Wenn die Leute in deinem Umfeld nicht nach diesen Vorstellungen leben, die wahr sind, sondern immer noch in den Lügen gefangen sind, dann musst du das Umfeld verändern. Du musst dich mit anderen Leuten umgeben, du musst dich über andere Themen austauschen, du musst bereit sein, den alten SCHEI, scharfes S oder Doppel-S loszulassen. Du kannst nicht beides haben, die alte Kacke mittragen und ein neues, anderes, leichteres Leben zu führen. Und weißt du was, selbst wenn du dich entscheidest, ja, das ist mir egal, ich will kein neues Leben, ich will den ganzen alten Scheiß bei mir behalten. Du kannst es nicht. Ich habe gestern die Schumann-Frequenzen gepostet und auch einen Post dazu gemacht. Es wird dir nicht gelingen, du wirst dich einfach nur wehren und weigern und in Widerstand gehen. Du wirst nach oben geschossen, in höhere Frequenzen. Und je mehr du dich an dem alten Zeug festhältst, desto mehr Autschi ist die ganze Geschichte und es tut ja jetzt schon genug weh. Dieser ganze Mangel, diese ganzen Krankheiten, diese chronischen Schmerzen, die wir haben. Ich weiß doch, wovon ich spreche. Das ist doch nicht geil. Aber wenn du weißt, du brauchst es nicht zu haben, dann, es braucht niemand zu haben. Niemand braucht es zu haben. Aber das ist eine Entscheidung, Leute. Es ist eine Entscheidung. Dass du einfach sagst, ich will es anders haben. Ich habe es von so vielen gesehen. Es triggert mich auf Facebook 100.000 Posts, die kotzen mich langsam an. Am liebsten würde ich mein Facebook-Profil löschen. Vielleicht habe ich sogar schon mal gelöscht. Ich kenne Leute, die sagen, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich selber bin übrigens da auch durchgegangen und gedacht, what the fuck, die mit ihren Scheiß-Posts rein. Trigger, 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 die ganze Zeit. Ja, weil ich so im Mangel war und weil ich mich so elendlich gefühlt habe und weil ich immer gesehen habe, Mann, die lügen, das geht nicht, wie können die das machen, die versprechen zu viel, das ist eine Schweinerei, das ist Betrug, bla 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 bla. Ich will nicht sagen, dass es ist wahr, dass es möglich ist. Es ist wahr, dass es schnell möglich ist, aber es ist auch wahr, dass es für jeden in seinem eigenen Tempo passiert und dass sich keiner irgendwo vergleichen muss. Das Einzige, was wir alle gleich haben, ist, wir müssen vorwärts gehen in die Richtung, in die wir gehen wollen. Und immer wieder dieses nach hinten passiert halt. Dann gehe ich halt wieder vorwärts. Dann gehe ich halt wieder vorwärts. Und dann habe ich es gemerkt, dass da noch ein bisschen zu viel Kodierung, Programmierung, Magnetismus in die falsche Richtung ist. Okay, danke. Dann arbeite ich weiter, dann arbeite ich weiter. Und es gibt kein Zauber-Trick.
Zauber, Zauberei, pum, pum, pum. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur dich und es gibt nur deine eigene Kraft, deine eigene Überzeugung, dein eigenes Dranbleiben, dein eigenes Gut zu verändern in dir. Ja, aber ich bin noch nicht schlecht. Heißt es jetzt, ich war bis jetzt immer schlecht? Niemand war schlecht, niemand wird bewertet. Wir sind einfach nur alle anders programmiert und wir sind hier, um zu kapieren, dass wir göttliche Wesen sind, auf keine einzige Programmierung hören müssen, als auf Glück, Fülle, Gesundheit, Liebe, Begeisterung, hochschwingendstes, wachstes, energetisches Gut, von dem wir uns leiden und treiben lassen dürfen. Und das in unseren Verstand reinzukriegen, ist halt mal eine harte Nuss. So. Und ich möchte alle nochmal hier wirklich, ich sag's euch, macht die Arbeit. Es ist wichtig, dass der Verstand mit bearbeitet wird. Und das Schöne an unserem Divine Energy Healing Modalität ist, dass du, während du energetisch arbeitest, deinen Verstand umprogrammierst. Aber du musst es tun. Und wir haben es schon so vielen Leuten beigebracht und so viele Leute haben, während wir zusammen gearbeitet haben, einen riesengroßen Shift gemacht. Diese 6 Tage Ausbildung, die sind Magie, die sind magisch. Das Ding ist nur, wenn du nicht dran bleibst und nicht selber die Power hast, wirklich in deine Richtung vorwärts zu gehen, dann bleibst du wieder stehen. Und wenn du nicht weiterarbeitest und wenigstens deinen Status quo behältst, dann fällst du wieder zurück. Oder die andere Möglichkeit ist, du gehst langsam voran, aber du möchtest halt schneller vorangehen. Aber das liegt alles bei dir, das liegt alles in deiner eigenen Entscheidung. Ich kann dir nur helfen, ich kann dir nur die Modalität beibringen. Ich kann dir sagen, Divine Healing hilft dir, hilft deiner Family, hilft in deinem Business, hilft immer, transformiert alles, transformiert dich permanent. Transformiert dich, wenn du es konsumierst von uns. Transformiert dich schneller, intensiver, wenn du es selber lernst, bei dir anwendest. Während du es bei anderen anwendest, wirkt es genauso für dich. Ich meine, was willst du mehr für einen besseren Job? Alles, was du tust für andere, hilft dir selber. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Frage gibt irgendwo. Ist es gut? Ist es richtig? Soll ich das tun? Ja, logisch. Ob du dafür Geld verlangst, nachher oder nicht, das ist dein eigenes Ding. Ob du deinen Selbstwert so hochkurbelst und sagst, ich kann eigentlich von viel, viel größerer Hilfe und Unterstützung sein aus einer höheren Warte meines eigenen Wertes, meines göttlichen Selbstwertes, indem ich die Leute zu mir hoch erhebe und sie auch ermächtige, dass sie sich das auch ermöglichen können und dann weiter den anderen Leuten ermöglichen. Oder ob du da stehst und immer noch in der alten Struktur sagst, ja, unsere Heilung muss ja gratis sein und ich darf ja kein Geld dafür verlangen. Leider ist es nun mal so, dass unenergetischer Ausgleich einfach nicht wirklich eine große Wirkung hat. Es muss weiterlaufen, es muss fließen, die Energie muss fließen. Wir sind miteinander verbunden. Wir dürfen das, was wir gelernt haben, weitergeben. Wir sollen es ja weitergeben. Aber was machen wir mit den ganzen alten Bullshit, die alten Paradigmen? Sie treffen uns mit Leuten und die alte Scheiße immer wieder hochgequirlt. Keiner ist da und redet miteinander und sagt, ja, und jetzt will ich mir das manifestieren und das kreieren. In solche Kreise müssen wir sein. Und warum? Weil es nur so funktioniert, weil wir diese Energie brauchen. Warum gibt es so viele Masterminds? Warum gibt es so viele Coachings? Jeder muss sich eins suchen. Jeder muss sich einen energetischen Raum suchen, der wächst und wächst und wächst. Jeder muss sich vernetzen. Jeder muss sich beflügeln lassen und weitertragen lassen. Und es funktioniert nur so. Wir sind dazu da, dass es so funktioniert. Wir dürfen das so machen. Und ich bin selber eine. Ich habe mich lange davor verschlossen,
weil ich nicht die richtigen Leute hatte, weil ich nicht die Leute hatte, mit denen ich mich austauschen konnte. Aber ich wusste, ich brauche sie, also habe ich sie mir angezogen. Aber wie habe ich sie denn angezogen? Bin ich in meinen Mangel rausgegangen und habe gesagt, du. Und die haben alle gesagt, hey, du, ne, du passt nicht zu uns, du passt nicht zu uns, was bist denn du? Also, was muss ich machen? Ich muss an mir arbeiten, ich muss die Codes knacken, die ganze Zeit die Codes knacken. Die ganze Zeit mich umprogrammieren, die ganze Zeit, wie will ich es haben? Und wenn der Verstand geht nicht mit, wenn ich nicht weiß, wer ich wirklich bin, wenn ich nicht weiß, was ich für eine wirkliche Power habe, das muss ich auch knacken für mich. Und dann bin ich halt vielleicht ein bisschen ein Alien für die Mainstream-Masse. So what? Was will ich? Will ich in der Mainstream-Masse mit rumdümpeln? Oder will ich lieber mit denen Kleinen, die ein bisschen gehen, will ich mit denen weiterlaufen? Entscheiden. Muss mich halt entscheiden. Will ich in der Gülle baden zusammen mit denen, vielen, weil es so nett und kuschelig warm ist? Oder möchte ich vielleicht gerne in einem Kristallbad mit ein bisschen wenigeren mich in heller, freudiger Begeisterung austauschen? Wie will ich es haben? Es ist eine Entscheidung. Es ist einfach eine Entscheidung. Und wie will ich es haben? Ich sage es euch mal, wie ich es haben will. Ich will es haben, dass durch das, was ich sage, ganz, ganz viele Menschen plötzlich einen Aha-Moment bekommen und sagen, wow, das, was sie sagt, das verstehe ich jetzt. Wow, sie hat ja recht. Okay, wie will ich es dann noch haben? Ich will es so haben, dass sich es möglichst viele Menschen ermöglichen können, dass möglichst viele Menschen dranbleiben und an sich arbeiten. Wie will ich es haben, dass ich möglichst vielen Menschen dabei helfen kann? Deswegen will ich diesen Pre-Kurs haben, in den 3 Wochen jeden Tag dich jeden Tag an dir arbeitest, aber jede Woche 2-mal Meetings mit mir hast, wo du sowas von wie ein Pfeil in die richtige Richtung geschossen wirst, wo sowas von die Lügen der Vergangenheit von dir abgewaschen werden energetisch und dass du nur noch diesen Zug fühlst von deinen Wünschen, von deinen Träumen, von deiner Wahrheit, von dem, wofür du hier bist, nicht zum Leiden, bis du das nur fühlst. Und wie will ich es sonst noch haben? Dass ganz, ganz viele Menschen, die Anja sagt immer, 80% der Menschheit diese Ausbildung zum Master of Divine Healing machen, damit sie sich und anderen permanent helfen können. So will ich es haben. Und wie will ich es noch haben? Ich will es so haben, dass es ein riesengroßes Mastermind gibt für die göttlichen Unternehmerinnen in dem Moment. Es ist nicht offen für Männer, weil ich Frauen verbinden möchte in ihrer Schönheit, in ihrer Weiblichkeit, die wissen, ich darf eine göttliche Unternehmerin sein. Ich darf hier rausgehen und ich habe diese Vision, dass die Millionen und Abermilliarden, die es auf dieser Welt an Geld gibt, reingewaschen werden mit Herzensliebe und verteilt werden, sich gegenseitig zugeschoben werden. Das ist meine Vision, so will ich es haben. Und ich kann es euch sagen, ich werde nicht gestoppt. Nee, nichts kann mich stoppen. Keine Corona, keine, was weiß ich nicht, anderen Krönungen, die es hier auf dieser Welt gibt. So muss es sein. So ist es Gott gewollt. So ist es göttlich. Hundertprozentige Fülle, unendliche Fülle, unendliche Gesundheit, unendliches Glück, unendliche Freude für alle. Dazu sind wir hier. Und die Leute, die noch an irgendwas anderes labern und irgendwas anderes erzählen, dass wir hier sind, um Masken zu tragen und sonstige Leidensgeschichten zu verfolgen und abzuarbeiten, no, 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 mir kann es keiner mehr weismachen. Es kann mir keiner mehr weismachen, weil ich weiß, dass es nicht stimmt. Es stimmt nicht. So. Und ihr wisst es auch. Ihr müsst so machen, 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 machen. Einfach nicht aufhören. Und wenn es ein bisschen zu schnell wird, ja, dann bereite dich darauf vor, dass es schnell wird. Es wird rasant. Geh jeden Tag die Schumann-Frequenz anschauen. Guck mal, wo es hingeht. Und ich sage dir eins, geh lieber mit. Es ist so wichtig. Und wir können alles ablösen.
Jetzt muss ich mal noch schauen, was ich hier noch so sehe an Kommentaren. Ich weiß, ihr habt geschrieben, aber ich weiß nicht wo. Oh, 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 oh. So. Josephine, ich habe gesehen, dass du geschrieben hast. Ah, hier. So. Ja, genau. Also hier kam eine Frage, weil ich das gestern gepostet habe. Was heißt everyone is you pushed out? Ja. Ich habe geschrieben, everyone is me pushed out. Jeder ist das und so, wie ich ihn sehe. Ja. Es gibt aus meiner Sicht, es gibt nichts anderes wie das, was es aus meiner Sicht gibt. Das ist die Power. Es gibt nichts anderes als meine Sicht für mich. Aber wie ist meine Sicht für mich? Ist die gut? Wenn sie nicht gut ist und wenn sie mich hindert und wenn sie mich einschränkt, dann ist es nicht so, wie ich es haben will. Dann muss ich es halt ändern. Und das ist wichtig. So, habt ihr noch Fragen? Das ist jetzt heute unsere letzte Challenge, bis auf Weiteres. Genau. Und ich möchte euch vielleicht noch ein bisschen mehr Hilfestellung geben. Es ist tatsächlich so, dass wir durch diese Divine Healing Energie bewirken können. Und jetzt möchte ich mal gucken, wer hier ist, damit wir vielleicht noch eine Anwendung machen können. Jetzt in diesem Live. Oh, wo seid ihr denn, Schatzis? Hallo, hallo, ich sehe nichts. Ach, wie schade. Das ist halt immer der Nachteil. Wenn man es auf vielen Plattformen streamt, die Technik, ja. Also, hier, hallo, hallo. Hilfe, Hilfe. Das versuche ich. Hallo, Susanne. Bist du noch da? Hallo, Ursula. Hallo, Katrin. Hey, hey. Genau, jetzt sehe ich es endlich. Es ist richtig für mich und ich bin auf dem Weg, diese physikalische Psychologie, die Magnetennummer. Puh, die ist mächtig. Ja, die ist mächtig. Wir sind mächtig. Wir sind mega, mega, mega mächtig. Und diese Macht für uns zu nutzen, das ist so wichtig. Und einfach wirklich zu sagen, ich bin hier. Und ich schaue jetzt mal noch mal kurz hier in die Energie rein von den Leuten, die zuschauen. Ich bin hier. Ich bin verbunden mit meiner absoluten, hundertprozentigen, göttlichen Wahrheit. Und ich spüre das jetzt. Ich stelle mir vor, wie diese göttliche Kristallkugel, diese göttliche Energie, diese kristallene Energie, diese Christusenergie jetzt durch mich durchläuft. Ich mache nur eine ganz kleine Anwendung von, ich reinige mich. Ich spreche jetzt in der Ich-Form. Wenn ich in der Ich-Form spreche, wir sind alle verbunden. Everyone is you pushed out. Ich reinige mich jetzt. Die göttliche kristallene Energie fließt durch mich hindurch, durch meinen Kopf hinein, durch mein Kehlkopfchakra, hinunter auf meine Schultern. Es breitet sich aus. Ich spüre, diese göttliche kristallene reinigende Energie geht in meine Arme, bis in meine Finger, fließt hinab in mein Herz, breitet sich aus, fließt hinab, mein Rückgrat entlang, meine Wirbelsäule entlang, nach unten wie ein Wasserfall, Wirbel für Wirbel, fließt von meinem Herz durch mein Solarplexus-Chakra, Nabelchakra, Wurzelchakra, füllt meinen Beckenraum auf, mein Unterleib, fließt durch meine Hüften in meine Oberschenkel, durch meine Knie, meine Unterschenkel, meine Füße und meine Zehenspitzen. Ich spüre sogar, wie es in die Erde hineinläuft, sich dort verankert, aus der Erde wieder zurückkommt in den Kosmos und mich nun umgibt, umhüllt von allen Richtungen, bin ich gespült, durchspült
Die Chakren meines Körpers sind meine Tore für die göttliche, reine, klare Energie. Jede einzelne Zelle ist erfüllt und ich spüre den Fluss der Energie von oben nach unten. Und dieser Kreislauf hat sich ergeben und ich spüre meine komplette Anbindung, meine Größe. Das bin ich. Und jetzt lade ich meinen Magnet auf. Mit der göttlichen, kosmischen, überall zur Verfügung stehenden Fülle. Ich bin erfüllt von Fülle. Ich bin erfüllt von Freude. Und alles, was dem entgegensteht, muss jetzt gehen. Alles, was meiner göttlichen Kraft und Macht entgegensteht, muss jetzt gehen. Alles, was nicht zu mir gehört, alle Fremdenergien, alle fremden Überzeugungen müssen jetzt gehen. Alles wird abgelöst und ersetzt durch göttliche Wahrheit. Und es fließt durch mich durch und ich spüre es von oben nach unten. Jede einzelne Blockade wird jetzt aufgelöst, denn ich werde noch mehr diese Energie aufdrehen. Jedes einzelne Teilchen von meinem Körper ist informiert mit Göttlichkeit, mit Klarheit, mit Reinheit und mit Wahrheit. Es gibt keine Begrenzungen. Alle Begrenzungen sind jetzt weg. Jetzt bin ich in meiner Macht und in meiner Kraft. So Leute, und jetzt nehmt ihr eine riesendicke Kugel, eine Kristallkugel her und ihr schmeißt eure Wünsche da rein. Wir schmeißen zusammen unsere Wünsche da rein. Unendlich viel Geld, Reichtum, der zu uns kommt und der von uns verteilt wird. Reichtum an Liebe. Reichtum an wunderbaren, schönsten, glücklichen, göttlichsten Beziehungen. Und nun schmeiße ich diese Kugel oben in diesen Trichter, in den energetischen Trichter, den ich öffne über mich und lasse diesen Traum, diesen Wunsch durch mich hindurchlaufen. Und zum letzten Mal, es läuft von oben durch meinen Kopf, durch meinen Hals, über meine Schultern, in meine Arme, in meine Finger, Kehlkopfchakra, Herzchakra, Solarplexus, Nabelchakra, Wurzelchakra. Vom Kopf meine Wirbelsäule entlang nach unten. Die Energie sammelt sich in meinem Brustraum, in meinem Bauchraum, in meinem Beckenraum. Sie ist stark und sie geht weiter. Meine Beine entlang, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Knöchel, Füße, Zehen. Sie ist da, sie ist präsent und sie läuft jetzt. Und sie wird stärker und noch stärker. Ich lasse es zu. Ich bin aufgefüllt von Freude und Begeisterung. Das ist das, was ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin hier, ich bin alles. Ich bin Wort, ich bin Schöpfung, ich bin göttlich. Spürt es weiter. Zweimal groß ausatmen noch, einatmen, anhalten und so ist es, danke, und so ist es, danke. Ein riesen Lächeln auf eure Lippen und die Augen auf und los geht's. Kann es anders sein? Kann es anders sein? Nein, 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 nein. Es kann gar nicht wirklich anders sein. So, ich sehe mich hier im Facebook. Ich warte. Jetzt muss ich einfach mal eine Runde warten, bis ihr wieder mich aufgeholt habt. Das ist so eine kleine Frequenz gewesen. Und doch so viel Power. Ja, Susanne, so sei es. So sei es.
Hello Sabine, wir haben gerade eine DIY-Healing-Session gemacht, eine ganz, ganz kleine. Hallo Katrin, spürt ihr, das waren keine Ahnung wie viele Minuten, aber spürt ihr diese Power, die da drin ist? Das ist die Power, die uns alle innewohnt, uns allen. Und die rauszulassen und eine grandiose Welt für uns zu kreieren. Ja, du kannst ja nachher, Sabine, kannst nachher zurückgucken. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ja, genau, wir sind eh gleich fertig. Schreib mal schnell, die ihr dabei wart. Habt ihr diese Power gespürt? Habt ihr das gespürt, wie diese Wahrheit da ist, wie die immer präsent ist? Es ist einfach wirklich, es ist eine Magie, die in uns wohnt, die wir anzapfen können. Hallo Müriwet. Hey. Ist mega lustig. Die sagen, ich darf dich ins Bild holen. Jetzt probiere ich das einfach mal. Huhu, ob das denn geht? Keine Ahnung. Die Technik hat immer so lustige Möglichkeiten. Sehr stark. Und hast du es noch gesehen? Also hast du gespürt, das war ja nicht lange, oder? Und das zu machen. Und wisst ihr, der Witz, was heißt der Witz, das Geheimnis oder die Wahrheit der Magie, die liegt auch darin, dass es eben jedes Mal mehr wird, oder? Du bist ja wie. Du lässt mehr zu, ja? Du löst immer wieder ab und du kannst mehr zulassen. Du wirst magnetischer, du wirst mehr aufgeladen mit dieser Energie deiner wahren Göttlichkeit. Und dann erhöht sich eben deine Schwingung und es fällt dir immer wieder leichter und leichter. Und dann läufst du als ein ganz, ganz anderer Mensch durch die Welt. Es ist wirklich so wichtig. Ich mache euch jetzt nochmal das Angebot. Bis am Montag ist es buchbar. Einfach nur sagen, ja, ich will mich anmelden, mir schreiben, mir eine Nachricht hinterlassen, private Nachricht hier über Messenger, schreibt mir ein E-Mail, patricia@mywellfeeling.com. Wie auch immer, sagt mir, ihr wollt dabei sein. Ich habe diesen Pre-Kurs, der kostet 1.200 €, den kannst du alleine machen. Er ist aber dafür gedacht, dass du nachher auch die Ausbildung machst, damit du nie wieder aufhörst, diese Arbeit zu tun. Damit du diese Arbeit auch für andere tust, damit du andere ins Boot holst, damit du anderen hilfst, dass sie endlich das leben, was sie wirklich sind und wozu sie auf diese Welt gekommen sind. Deswegen habe ich dieses Kombi-Angebot gemacht, 2.000 € für beides zusammen. Du bist den ganzen Juni quasi betreut für 2.000 €. Hallo? Warum mache ich das? Ich mache sonst eigentlich solche Angebote nie, weil es mir halt so wichtig ist und weil ich einfach weiß, dass es funktioniert und dass sich 2.000 € wirklich jeder möglich machen kann. Und der sich es nicht möglich machen kann, Entschuldigung, der will es nicht wirklich. Wir haben es bis jetzt für jeden geschafft, dass er dabei sein kann, wenn er wirklich wollte. Jeder. Und wenn du nachher damit arbeitest, dann hast du es in einem Schnipp wieder drin und noch viel mehr. Aber es liegt halt auch an dir, ob du es machst. Und wenn du das noch brauchst, dass du dieses Business dazu hast, dann komm in meine Mastermind, die göttliche Unternehmerin. Dann kriegst du alles Business-Know-how, Vollgas von einer Unternehmensberaterin mit, du, keine Ahnung, über 20 Jahren Expertise. Aber diese Expertise alleine hat mir gar nichts geholfen, bis ich nicht diesen göttlichen Aspekt mit integriert habe, bis ich mich nicht wirklich geheilt habe von dieser ganzen alten Scheiße, die in mich infiltriert worden ist. Habe ich Business studieren können, lehren können, Consulting machen können, so viel ich wollte. Für mich selber hat es nie so gut funktioniert. Warum? Weil ich eben nicht die göttliche Unternehmerin war, sondern die mangelnde Unternehmerin, die im Burnout spult. Oh. Will ich für niemanden, muss für niemanden sein. Und deswegen da gibt es auch dieses Spezialangebot, da hast du alles.
Und wenn das nichts für dich ist, wenn das alles nichts für dich ist und du bist im Alleingang und du sagst, ja, Facebook wäre ja so toll, dann hast du für 100 Euro die Möglichkeit, einen Crashkurs, Online-Marketing-Kurs zu machen. 5 Leute haben sich schon fix angemeldet. Es werden 2 mega krasse Hammerstunden sein, wo du alles über Facebook lernst. Du kriegst die Aufzeichnung und kannst es dann Schritt für Schritt für dich abarbeiten und umsetzen. Das ist mein billigstes Angebot. Und irgendetwas habe ich für dich. Nimm Kontakt für mich auf. Wir finden die Lösung, wenn du dich entscheidest, ich will was machen, ich will gehen. Was ist für mich möglich im Moment? Dann machst du das, was jetzt möglich ist, und dann machst du dir Neues möglich. So läuft der Hase. So, für alle, wie jeden Einzelnen, habe ich etwas kreiert. Der meint, wow, Patricia hat es jetzt endlich rausgefunden. Ich habe das Gefühl, sie hat den Code geknackt. Ich will wissen, wie dieser Code zu knacken ist. Und deswegen melde dich einfach bei mir, schreib mir, um was es geht, mach mir eine Sprachnachricht über Messenger. Meine Angebote findest du auf meinen Home, auf meinem Post, aber frag mich sonst trotzdem. Es ist alles da. Du musst es einfach nur wollen. So, ihr Lieben, wie gesagt, für die, die jetzt, weil ich bin ja auf meinem privaten Facebook-Profil live, ihr könnt meinen YouTube-Kanal finden, da ist auch noch so viel Info über mich drauf. Ihr könnt in meine Gruppe finden, heraus, wer du wirklich bist, werde gesund, weil es war auch mein Hauptthema, und finanziell dafür belohnt, du selbst zu sein. Selbstwert, Selbstliebe und dieses ganze Berufungszeug, Leute, das habe ich geknackt. Keiner hat irgendeine andere Berufung, als großartig zu werden und diese Großartigkeit hier auszustrahlen und zu teilen. Keiner hat eine andere Berufung, und das weiß ich jetzt auch, als Beitrag zu leisten, die Millionen in die Hände der Liebe zu bringen, die Multimillionäre zu werden. Göttliche Multimillionäre dürfen wir alle werden, die mit Herz und Liebe unterwegs sind. Und von den anderen, dass wir denen keine Macht mehr geben. Das heißt nicht, dass wir irgendwas in irgendeiner anderen Sphäre manipulieren und kontrollieren müssen, sondern wir müssen anziehen, einfach diesen wahren Magnetismus leben und sagen, yes, das ist mein Recht, ich bin dazu hier. Ich soll dafür sorgen, dass die Waage kippt und dass nicht diese ganzen Millionen, Milliarden, Abermillionen in den Händen von Leuten sind, die die Menschheit verachten. No, 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 go. Jeden Einzelnen von euch braucht's. Also, steigt ein, reist mit, meine große Vision, die Millionen, Milliarden müssen in die Hände der Liebe. Geld ist nicht dreckig, es wurde dreckig gemacht und wir machen es wieder sauber. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Kommt in eure Energie, arbeitet an eurem Magnetismus. Ihr seid göttliche Wesen. Alles ist da, nichts fehlt. Nur die Hand ausstrecken und immer wieder gehen. Also, ihr Lieben, einen ganz, ganz tollen Tag. Ciao. So.